Guten Morgen. Es ist ein Tag vor State Championship. Uns geht's heute zum Ort, wo es ausgetragen wird. Und wir schlafen auch heute Nacht, obwohl es nicht so weit weg ist. Ich bin sehr gespannt, was der Tag so bringt. Heute Abend ist auf jeden Fall das eröffnete Bankett. Ich hoffe, man spricht das so aus. Bankett. Ah ja, I don't know. Und ja, dafür war es gar nicht so einfach, was zum Anziehen zu finden, weil alle meine Sachen in Deutschland sind. Aber ich glaube, ich habe jetzt was gefunden. Für mich ist es zwar ein ganz normales Outfit, was ich jeden Tag anziehe, aber es ist trotzdem elegant genug. Und ja, genau, ich habe schon mal angefangen, meine Sachen zu packen. Das mache ich gleich weiter. Jetzt will ich ein bisschen frische Luft schnappen und habe hier meinen Vitamin C-Drink. Keine Ahnung, ob das wirklich was bringt, aber ich bin nicht krank geworden. Von daher passt schon. Ja, genau. Das steht jetzt heute an. Ich nehme mich einfach mit. Ich werde wahrscheinlich nicht viel reden, weil ich die ganze Zeit mit dem Team zusammen bin und so. Aber ich freue mich auf diese Erfahrung und es wird mir auf jeden Fall für immer in Erinnerung bleiben. Und für mich fühlt es sich ein bisschen so an, als würde ich meine deutschen Meisterschaften nachholen, weil die damals wegen Corona abgesagt werden mussten. Und das war schon sehr enttäuschend. Aber jetzt nochmal so ein Turnier zu spielen, ist schon irgendwie auch was Besonderes. Und ja, ich bin gespannt. Die Halle kennen wir auch schon. Wir haben da ganz am Anfang der Saison mal gespielt. Und ja, mal schauen, was wird. Ich bin auch gespannt, wie die Zimmer einteilen. An sich bin ich ein großer Fan vom Losen. Aber ich glaube, gelost wird nicht. Ich denke mal, es wird eingeteilt. Ich bin mal gespannt. Ja, genau. Ich freue mich. Und in einer Woche geht's auch einfach nach Hause. Heute in einer Woche bin ich schon am Flughafen. Ich freue mich. Und ja, ignoriert einfach, wie müde ich aussehe und was meine Haare hier vorne machen. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie die neueste Erschaffung. Ja. Aber ich freue mich echt. Aber ich habe heute Nacht sowas Schreckliches geträumt. Also so schlimm war es nicht. Aber ich habe geträumt, dass ich zum Flughafen gebracht worden bin. Von einer Freundin. Nee, von meinen Eltern tatsächlich. Weil die irgendwie bei mir zurückgeflogen sind. Und dann hatte ich meinen Reisepass nicht. Und das ist mir aber erst eine Stunde vor Boarding eingefallen. Und dann hat die Zeit natürlich nicht mehr gereicht, den sich noch wieder zu holen. Und dann musste ich einen Tag später fliegen. Und damit gingen meine ganzen Pläne, die ich in Deutschland habe, nicht mehr auf. Und ich war voll enttäuscht. Und dann bin ich aufgewacht, voll gestresst. Aber ich weiß auf jeden Fall, was ich nicht vergessen werde, meinen Reisepass. Und ja, ich weiß nicht, so ein Flug stresst mich dann doch immer so ein bisschen, auch mit dem Umstieg und so. Ich war zwar in Seattle schon mal, aber ja, das ist trotzdem immer noch so eine Komponente, die man nicht so ganz kontrollieren kann. Und ich muss auch noch herausfinden, wer mich zum Flughafen fahren kann. Eigentlich habe ich nicht so viel Lust, mit dem U-Bahn zu fahren. Auf der anderen Seite habe ich eigentlich auch nur eine Option. Ich habe eigentlich nur eine Freundin, die ich fragen kann. Mal gucken, vielleicht kann die mich fahren. Aber darum kümmere ich mich nach State. Dafür ist jetzt keine Zeit. Genau das gleiche für meine Mathe-Klausur. Keine Zeit jetzt für. Und ja. Und ja, so ist das Wetter heute. Gestern war voll strahlend blauer Himmel, aber es war kühl. Und ja, meistens zieht es noch auf gegen Mittag. Nach meinem kleinen Spaziergang habe ich also zu Ende meine Sachen gepackt. Hier seht ihr einmal, was das alles war. Nicht viel, denn ich hatte auch nur zwei Rucksäcke dabei. Die zeige ich euch gleich nochmal und dann war ich auch abfahrbereit. Ich habe jetzt zwei Rucksäcke mit. Einen für mein Spiel, einen für die Nacht. Gucken wir mal, was wird. Für meine liebe Mitbewohnerin und mich ging es dann zum College. Wir wurden netterweise von einem Freund von ihr dorthin gefahren mit unserem vielen Gepäck. Und dann war eine Filmsession an unserem College, wo wir nochmal den Gegner analysiert haben, bevor wir uns dann auf den Weg nach Mount Sac gemacht haben mit den Vans. Hier seht ihr einmal, sitze ich wie immer in meinem Spot in der ersten Reihe und dann ging die Fahrt auch los. Es hat ungefähr so eine gute Stunde gedauert. It has just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the night.
hier sind wir dann endlich angekommen. Dieses College ist riesig. Es sieht eher aus wie eine Division 1 Uni. Und wir haben uns erstmal auf den Weg gemacht in die Halle. Dort mussten wir allerdings noch ein bisschen warten, denn die Gegner hatten noch Hallenzeit. Jedes Team hatte nämlich 30 Minuten Zeit, um sich an die Halle zu gewöhnen. Wir haben dort unser Servant Pass gemacht, denn es ist schon ganz praktisch, sich einmal an die Gegebenheiten zu gewöhnen, die Lichtverhältnisse, die Helligkeit in der Halle und so weiter und so fort. Hier sind wir erstmal angekommen, haben dieses schöne Willkommenssign gesehen und mussten dann, wie gesagt, warten, haben uns dann aber halt im Flur schon auch fertig gemacht, denn die Hallenzeit ist wichtig. Hier seht ihr einmal die Halle, eine echt nice Halle, und danach ging es für uns auch schon wieder zurück. Was heißt zurück? Nicht wirklich zurück. Es ging für uns in ein Hotel. Dort hatten wir nur ganz kurz Zeit, um uns fertig zu machen für die Gala. Und unsere Zimmer waren auch noch nicht fertig. Das heißt, wir waren zu acht in einem Zimmer und am Ende hatte ich irgendwie 10 Minuten, um mich umzuziehen, zu schminken, meine Haare zu machen. Aber trotzdem kamen wir irgendwie alle zurecht. Und das ist ja auch das Wichtigste. Hier ist das Hotel, in dem wir geblieben sind. Und wie ihr seht, das war echt ganz nice. Wir haben hier dann auch direkt unsere Zimmeraufteilung erfahren. Es wurde tatsächlich nicht gelost, sondern sehr clever von unseren Coaches eingeteilt. Wir haben uns dann erstmal auf die 2 fertigen Zimmer begeben, um irgendwie zumindest halbwegs voranzukommen. Denn 45 Minuten für 16 Leute mit Make-up und Kleidung und allem drum und dran ist echt nicht viel. Hier ist die Aussicht aus dem Zimmer, in dem wir uns dann erstmal aufgehalten haben. Unser Zimmer wurde dann 10 Minuten vor Abfahrt fertig. Hier seht ihr mein fertiges Fit für den Abend. Nichts Besonderes. Mehr ging irgendwie nicht. Und dann sind wir auch direkt los. Wieder zurück an die Halle. Und dort in einer extra Halle fand dann die Gala statt. Das war eine sehr interessante Umgebung für so eine Gala, denn das war das Practice Gym. Diese Schule ist wirklich einfach riesig. Und hier seht ihr, wie das Ganze da ausgesehen hat. Oben haben einfach auch Leute ihr Workout gemacht, denn man kann da oben so Runden laufen. Und somit konnten wir denen ein wenig zusehen und die natürlich auch uns. Ansonsten saßen alle Teams an so runden Tischen. Es gab was zu essen, was für mich als Deutsche super komisch war, dass wir Plastikteller und Plastikbesteck und Plastikbecher bekommen haben für so ein Event. Das würde man in Deutschland natürlich niemals machen. So I was a non-starter. And after we lost, to go not to the semis, but to 5, 6, 7, 8, the starter said, oh, my Olympics are done. Nach ein paar Reden und Ehrungen ging es für uns nach Hause. Der Abend wurde recht kurz gehalten. Und wir haben uns dann auch sehr schnell zurück ins Hotel begeben, weil unser Spiel am nächsten Morgen um 8 oder 9 anfing. Von daher sind wir alle zurück in unsere Zimmer, die dann ja auch alle fertig waren. Und um 10 Uhr war auch Nachtruhe angesagt. Die Coaches kamen vorbei, haben geschaut, dass alle da sind. Und dann ging es schlafen. Hier am nächsten Morgen hatten wir eine wunderschöne Aussicht. Lange die Aussicht genießen war an dem Morgen auf jeden Fall nicht drin, denn unser Spiel fing ja wie gesagt sehr früh an. Und Abfahrt war dementsprechend früh. Nachdem wir uns fertig gemacht haben, saßen wir hier auch schon im Van, denn im Hotel gab es leider kein Frühstück. Daher ging es für uns zu Starbucks. Da gab es bei mir ein Schokocroissant zum Frühstück und natürlich eine Mango Dragon Fruit Lemonade. Wenn ihr meine Videos öfter schaut, wisst ihr, dass ich diese Limo liebe. Dann ging es auch schon direkt weiter in die Halle. Hier konnten wir uns noch in einem Klassenraum aufhalten mit dieser fantastischen Aussicht. Und so sah es da drinnen aus mit roten Stühlen. Also ja, war ein sehr interessanter Aufenthaltsraum und dann ging auch schon das Spiel los. It gives the Lasers a match point. See what they have. Cormac outside goes to the roll. Morocco with the dig. Trouble for Arroyo. Free ball coming for Irvine Valley. Looking for the semis. Brandlin kept up by Arroyo. Wow. Yeah! Lasers in straight sets are on to the semifinals as they dispatch the Big 8 champs and top seed San Joaquin Delta. 3 tight sets, but nonetheless, 3 straight sets. That's an impressive performance from Irvine Valley. That was really cool to watch. Die besten 8 Teams nehmen an diesem Turnier teil und wir waren an Nummer 8 gesetzt, haben gegen die Nummer 1 gewonnen und dementsprechend groß war auch unsere Freude. Es war so nice. Wir sind danach noch in der Halle geblieben, um unseren Gegner für den morgigen Tag zu
scouten und uns einfach das Spiel anzuschauen, um darauf vorbereitet zu sein, was so da passieren könnte, und haben ganz entspannt dann in der Halle gegessen und einfach unseren Sieg genossen. Nach 4 spannenden Sätzen ging es für uns zurück nach Irvine, denn unsere Coaches fanden es am besten, wenn wir in unseren eigenen Betten schlafen, in unserer normalen Umgebung. Am nächsten Morgen trafen wir uns, glaube ich, um 9 zum Servant Pass in unserer eigenen Halle, bevor wir dann wieder eine Stunde nach Mount Zack fuhren, um dort unser Halbfinale zu bestreiten. Das Halbfinale ging leider nicht für uns aus und somit mussten wir uns mit einem 3-0 aus dem Turnier verabschieden. Dafür gab es einen wunderschönen Sonnenuntergang am Abend. Nichtsdestotrotz war ich natürlich enttäuscht, auch wenn man natürlich mit einer Bronzemedaille sehr stolz auf die Saison zurückblicken kann. Ich bin unfassbar dankbar, dieses Turnier erlebt zu haben, und danke fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!